Hey und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich beschäftige mich heute wieder mit Zeug, das mir Zuschauer zugeschickt haben. Und das wird jetzt, glaube ich, ein Paket sein, mit dem ich hier starte. Und ich bekomme zumindest noch ein anderes, wo ich schon gesagt habe, ja, okay, schick's mir zu. Dieses Paket wurde einfach so abgeschickt. Vielleicht hat er mir auch oder sie mir eine Mail geschrieben, auf die ich bis jetzt noch nicht geantwortet habe. Und es fängt schon damit an, dass es nämlich von Deutsche Post AG Zustellstützpunkt kommt. Also irgendwie anonym verschickt wurde. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Aber nun ja, hier, so sieht es dann aus. Ich habe hier mal Bierdeckel drüber gepackt. Steht einfach Deutsche Post AG Zustellstützpunkt. Ich würde sagen, wir öffnen diesmal auf. So, und da kommt auch schon etwas zum Vorschein. Schön. Eine Verpackung von einer Lampe. Sieht man auch nicht alle Tage. Oh. Mainboard. Ja, ich zerlege. Ach, ich lege das hier einmal alles hin und dann gehen wir alles einmal durch. Okay, was willst du hier noch großartig zu sagen? Was natürlich direkt auffällt, ist dieses sehr, sehr große Server-Mainboard. Ich sehe hier Sockel 940, also scheint das irgendetwas rund um. Sag ich jetzt mal Sockel AM2 zu sein oder so. Mit Servern bin ich ja nicht so, wisst ihr ja aus einem besagten Video. Vielleicht ist hier irgendwo noch ein Prozessor dazu versteckt, das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall mag ich behaupten, dass das hier DDR1 RAM ist oder DDR2, muss man mal schauen. Ja, also das ist auf jeden Fall DDR1 RAM, also wird das auch damit so funktionieren. Also kann man das auch dementsprechend altersmäßig einordnen, vielleicht 2003 ungefähr so. Dann haben wir hier eine Verpackung von einem i7-3770K. Ich schätze mal nicht, dass die CPU dabei ist. Ja gut, ich schneide das hier mal auf. Ich schneide es nicht los, ich schneide es auf. Mach mal die Tür los. Hört sich doch bescheuert an. So, das ist ein ganz normaler Kühler. Sockel 1155 mag ich behaupten. Und hier dürfte das gleiche drin sein. Ich habe ja noch einen i7-Aufkleber da drin gefunden in der Verpackung. Also die sind auf jeden Fall ganz cool, auch wenn das das alte Logo ist. Aber ich habe hier mal so ein paar Aufkleber dran gepackt. Und ich hatte ja mal, bevor ich den Arbeitsspeicher und die CPUs hier drin gelagert habe beim letzten Aufräumvideo, die alle hier drin. Und da habe ich die Dinger einfach damals reingeklebt, weil ich es cool fand. Man kann die Aufkleber auch für 1, 2 Euro bei eBay kaufen. Darum geht es jetzt nicht, weil wenn man die sich kauft, dann ist das ja auch wieder doof. Aber ist auf jeden Fall cool, das an sich zu haben. So einen kleinen Aufkleber, ne? Oh, Philipp freut sich schon über Aufkleber. Ja, super. Dann gibt es dieses Ding hier. Und ich glaube, hier packt man einfach Schraubenzieher rein oder vielleicht auch Stifte. Und dann ist das quasi eine Art Etui. Und dann gibt es dieses Ding. Und ich weiß noch nicht genau, was es tut oder was es ist. Ich sehe hier drin allerdings eine LED, wenn ich das Ding mal so ein bisschen drehe. Vielleicht kann man dann besser einen Einblick da bekommen. Was haben wir hier? Ist das ein Trafo? Muss man hier mit 230 Volt rein? Ja. Dann haben wir hier einen Belkin USB-Hub. Das Ding hier. Eine VR. Nein. Ein ganzes Handy. Nur für mich. Ist das. Okay. Ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass das Handy defekt ist. Aber wenn ich es hier anschließe, steht da 1% und es wird geladen. Und es sieht mir sehr stark nach einem Samsung-Handy aus, aber eigentlich müsste genau hier drunter Samsung stehen. Unicorn, BTU, vielleicht ist das ja Product Placement, deswegen hat man mir das zugeschickt. Aber ich schau mal, ob das Ding nachher überhaupt immer noch angeht. Dann machen wir mal weiter mit dieser VR-Brille von Samsung. Ach, und hier hinten sind so. Ja, okay. Dann gibt es das hier. Das scheint mir. Oh, 2. ASI 120 MC, eine Webcam oder was kann man da anschließen? LAN ist es auf jeden Fall nicht. Ich hatte ja schon mal irgendwie ein oder zwei von solchen Überwachungskameras zugeschickt bekommen, ne? Was? Es ist ein Samsung, steht zumindest da. Was, was, was? Voice Assistant. Dankeschön. Das ist der Kühler von einem Arctic Cooling Alpine 11 Plus.
schön hier oben aufgedrillt, damit ich das jetzt nicht mehr benutzen kann oder es erst umlöten muss, damit ich das Ding benutzen könnte. Könnte man vielleicht als Ersatzkühler nehmen für irgendeinen älteren AMD-Kühler? Vielleicht? Ja, müsste man mal schauen. Dann haben wir hier eine Verpackung, wo vormals mal eine Festplatte drin gewesen ist, möchte ich behaupten. Dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Das hier sind Kopfhöreraufsätze. Ich hoffe, nicht benutzt. Dann noch solche entkoppelten Lüfterhalter für Gehäusevibrationen. Ja, wer es braucht. Dann haben wir hier noch 512 MB DDR2 Laptop RAM. 2 GB Laptop RAM. 4 GB Laptop RAM. Kann man immer gebrauchen. Die 4 GB Dinger meine ich. Nicht die 2 GB, die werden einem hinterhergeschmissen. Hier nochmal das gleiche. Das hier ist eine alte WLAN-Karte. Und hier haben wir 3x2 GB DDR2. Besonders die 2 GB Modelle sind heute noch besser zu gebrauchen, möchte ich behaupten. Von daher, ja, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ja, WLAN-Karten, wann muss man die mal ersetzen? Gehen die überhaupt kaputt? Ich glaube, die wurden einfach gebaut, damit sie länger halten als der Laptop, in dem sie verbaut wurden. Aber man kann es denen ja nicht verübeln. Dann haben wir hier einen 9-Port Ethernet Hub. 10 Megabits. Oh. Dann haben wir hier noch eine Lötstation. Ich habe genau die gleiche mal gehabt, allerdings in Gelb. Und irgendwann ist sie kaputt gegangen. Ich glaube, da ist sogar die Sicherung damals rausgeflogen. Aber jetzt habe ich ja schon eine Lötstation. Um das Ganze abzukürzen, sage ich einfach mal, hier sind eine ganze Menge Audio, Video und LAN-Kabel und so dabei. Dazu auch zweimal die gleichen In-Ear-Kopfhörer. Aus hygienischen Gründen werde ich die allerdings nicht weiter verwenden. Dann noch dieses ziemlich praktische Kabel von DFI auf HDMI mit Audioanschlüssen, möchte ich vermuten. Ist ganz praktisch, glaube ich, vor allem wenn man so einen Monitor hat. Der hat zwar HDMI und auch einen Kopfhöreranschluss, aber der Kopfhöreranschluss funktioniert nicht und so kriegt man da trotzdem den Ton weg. Ansonsten braucht man dafür irgendwelche Adapter, Konverterboxen und so weiter. Dann gibt es noch diesen Logitech USB-Dongle. Und ich frage mich gerade, warum der Fokus erst jetzt fokussiert hat, nur weil man davon noch ein bisschen was gesehen hat. Ob das jetzt WLAN oder Bluetooth und so weiter ist, werden wir gleich noch feststellen. Dann gibt es noch dieses Ding. Das, ja, was könnte das sein? Dieses Ding ist auf jeden Fall etwas Wireless-mäßiges. Vermutlich, also hier steht ja Avnera drauf, vermutlich für ein Wireless-Headset. Und das hier ist ein Bluetooth-Dongle von Logilink. Wurde auch direkt erkannt, ich habe es eingesteckt. Da gab es unrecht schon ein Bluetooth-Symbol. Ich habe das Handy jetzt mal aus der Verpackung hier geholt und dabei fällt dann auf, dass wir hier einen Glasbruch haben. Das bedeutet, hier oben können wir den Touch verwenden, ne? Aber wenn ich jetzt die Sprache hier einstellen möchte, hier unten kann ich nicht mehr scrollen und ab hier oben geht es wieder. Und ich kann somit zwar auf Deutsch klicken, aber hier unten nicht auf OK. Und naja, ich weiß nicht, ob es sehr auffällt, dass hier ist auf jeden Fall ein Nachbaudisplay. Erkennt man daran, dass hier oben das Samsung-Zeichen verkratzt wurde, wenn man da jetzt mit dem Fingernagel drüber geht oder auch mit irgendwas anderes, mit etwas anderem scharfen. Mein lieber Mann, ich kann nicht mehr vernünftig sprechen, ich weiß nicht, woran das liegt. Kenne ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Man kriegt die Dinger dann einfach so ohne das Samsung-Logo, damit die vom Zoll nicht eingesackt werden oder sowas. Ja, ich habe gerade mal geschaut, diese Handys werden für um die 100 Euro im günstigsten Falle verkauft, vielleicht auch 120, 130 hoch. Wenn sie in einem guten Zustand sind mit Verpackung und so weiter. Allerdings kostet ein Ersatz-Blissplay. Blissplay. Ich kann nicht mehr vernünftig sprechen, es tut mir leid. Hier ganz normal bei eBay 50,29 €. Aus China wohlgemerkt, das ist das günstigste, was man kriegen kann. Und das Ganze gibt es auch als OLED. Dann ist das ein wenig teurer. Allerdings ist das ja auch wirklich dieses billige Display, weil es ist nicht so hoch aufgelöst. Vielleicht bin ich auch nur eine höhere Auflösung gewohnt. Sieht auf jeden Fall etwas verschwommen aus. Und after that gab es noch von meinem Namensvetter einen i7-4770K, der allerdings schon geköpft wurde. Und er hatte einfach nur geschrieben, ja, einzige Bedingung ist, er will dafür nichts haben. Ja, ich meine, sehr nett gemeint. Dankeschön. Und ja, die werden wir jetzt ausprobieren, ob sie noch funktioniert.
Und ich habe irgendwann vor einem Jahr oder mal oder was mal dieses Mainboard geschenkt bekommen. Ich weiß nicht mehr, was die Bedingungen bei dem Ding gewesen sind, ob das vielleicht kaputt war oder so, aber das können wir jetzt gleichzeitig auch mal mit ausprobieren. Ich meine nämlich, dass ich zu dem Zeitpunkt für dieses Board gar keine CPU da gehabt habe. Ist jetzt natürlich anders. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so ausführlich damals gezeigt habe. Vielleicht freut er sich ja jetzt, von wem das kommt. Oh, schöne Hochglanzblende. Hier das noch eingepackt. Für schnellen Aus- und Einbau ist das wichtig. Da kannst du nämlich hier dein Gehäuse dran anschließen und das dann mit einem Mal aufs Mainboard packen. Hier schöne dicke Anleitung. Ein, ja, wie heißen diese Dinger? Türklinken. Ne? Ja, ich glaube kaum, dass darauf jemand achtet, aber es ist neat. Und hier. Oh! Für besondere Ordnung. Ja, wunderschön. Alles klar. Ja gut, brauchen wir eigentlich so eh nicht. So, jetzt haben wir das dann zusammengebaut und das ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiges Board. Ne? Das ist schön schwer. Wir haben hier vernünftige Kühlkörper. Sogar ein M2-Slot. Das Board ist, weiß ich nicht, aus 2014, möchte ich so schätzen. Oh, da ist ein neues Video fertig. Ist ja kurios. Ja, jedenfalls. Schönes Mainboard. Nagelt mich nicht drauf fest, ob es wirklich von 2014 ist. Und ich wollte das bisweilen nicht verwenden, weil das ja, wie der Name schon sagt, da eigentlich ein Mainboard zum Übertakten ist. Und wenn ich da jetzt irgend so einen normalen i5 oder sowas drauf schraube, dann ist das verschenktes Potenzial. Und deswegen können wir uns mit der CPU, wenn sie dann vernünftig funktioniert, auch noch weiterhin beschäftigen. So, Strom haben wir erst jetzt. Ah, jetzt leuchtet da schon was. Okay. Start leuchtet. Gehen wir mal da drauf. Ist kein passender Kühler, das weiß ich selber. Aber, ja gut. Schauen wir erstmal, was passiert. 0,0. Aha, okay. Er sagt schon jetzt CPU-LED. Das, dann hat er wahrscheinlich verschiedene LEDs verteilt und guckt dann jeweils einzeln, ob alles in Ordnung ist oder vielleicht auch nicht. Oh, und er funktioniert jetzt. Leider nur mit einer anderen CPU, nämlich mit einem i5-4570. Von einem Intel Desktop Mainboard, was ich schon ganz oft verwendet habe. Ich habe die CPU gerade sauber gemacht, ist ja geköpft, habe drunter sauber gemacht, mir das angeguckt, sah eigentlich in Ordnung aus. Aus diesem Grund werde ich jetzt mal ein anderes Mainboard testen. Vielleicht mag ja genau das Mainboard, genau die CPU nicht. Könnte ja sein. So, nun wird es ernst. Wir nehmen dieses Intel Desktop Mainboard jetzt mal zur Hand. Und zack. Vielleicht wäre es gut, den Strom mal einzuschalten. Da muss eine LED leuchten. So, gucken wir mal. Schon mal ein gutes Zeichen, dass er ruhiger wird, der Lüfter. Es ist zwecklos. Das Mainboard piept nicht mal, um mir zu sagen, dass der Arbeitsspeicher fehlt, geschweige denn, dass es einen CPU-Fehler gibt. Fünfmal piepen dürfte das sein. Ja, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass CPUs kaputt gehen, aber weil sie geköpft wurde, kann es ja wohl sein, dass sie übertaktet worden ist, irgendwann in der Vergangenheit mal. Und aus diesem Grunde vielleicht einfach ein bisschen zu viel Strom abgekriegt hat. Und wird es jetzt mit mal ausgehen? Mein lieber Mann. Ich warte noch extra, weil wenn hier noch Spannung irgendwo im Board drin ist, kann es ja sein, dass die CPU noch mit Strom versorgt wird. Oder auch der Arbeitsspeicher, deswegen den erst rausnehmen, wenn die LED erloschen ist. Sonst könnte es vielleicht zu Problemen kommen. Und naja. Schade drum. Das ist wirklich eine schöne CPU. An Wert hat die ungefähr 100 Euro, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber naja, ich habe ja immer noch das Board von damals. Müssen wir weiter gucken, dass ich dafür eine intakte 4770K CPU erhalte. Und den i5 hier raus, den tauschen wir mal eben zurück. Ja, schade um die schöne CPU. Die hätte ich wirklich sehr gerne verwendet, aber die ist dann wohl tatsächlich kaputt. Entweder durchs Köpfen oder durchs Übertakten oder vielleicht ist sie mal runtergefallen irgendwann mal oder einfach nur durchs Herumsitzen in der Verpackung damals. Aber ist ja nicht schlimm, ich habe sie ja nicht bezahlt. Von daher, vielleicht kann man da noch ein Windspiel draus bauen oder so, wie aus defekten Festplatten. Aber ansonsten, naja, aber mit dem Rest kann ich auf jeden Fall was anfangen. Ob ich jetzt für das Handy noch ein Display bestelle, weiß ich gar nicht, weil wenn man für 50 Euro schon ein Display aus China bestellen muss, da kostet das aus Deutschland 70 Euro oder so ungefähr. Vielleicht sogar mehr, muss man nachschauen.
Und das Handy hat einen Wert von um die 100 Euro, wenn dann Ladekabel, Netzteil, Verpackung und so weiter dabei sind. Und ich glaube, ich möchte gar keine Handys mehr verkaufen, weil es immer dieselben Leute oder Personengruppen sind, die dann anfragen, hallo, was ist das letzte Preis, gebe ich dir 50 Euro, bla bla. Ich meine das überhaupt nicht böse, aber ich habe dann zum Beispiel auch keine Lust, jemandem, der kein Deutsch kann, zu erklären, wie das Handy funktioniert oder sonst was. Und dann gibt es ständig später irgendwelche Probleme und ja. Ich habe noch mit einer PlayStation eine Idee vielleicht für ein Technicolor Stories Video. Und der Caritas. Ja, vielleicht erzähle ich das irgendwann mal. Ja gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, wenn es Fragen gibt, lasst es mich wissen. Ansonsten sehen wir uns bei einem der nächsten Videos recht bald wieder. Und ja, ciao, ciao.